Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Icewind Dale. Ja, wir sind im Labillas-Turm angekommen bei Larel. Und haben schon mit Larel geredet. Mir ist aber dann wieder so eingefallen, wir haben noch nicht Evaines Tagebuch gelesen. Was hier so drin steht. Also Evaine ist Larels Tochter, so wie es aussieht. Gut. Es ist soweit gekommen. Die Orks und Goblins werden mit jedem Sieg stärker. Woher sie die Waffen des Bündnisses haben, ist und bleibt ein Rätsel. Doch eine innere Stimme sagt mir, dass sie sie nicht von den Zwergen haben. Wir konnten ihre Vorstöße bisher aufhalten, doch unsere Kraft wird bald zu Ende sein. Wir haben große Verluste erlitten und unsere Reihen lichten sich zunehmend. Die Verhandlungen mit unseren früheren Freunden sind abgebrochen. Wir sind nun in einem offenen Konflikt eingetreten. Bei aller Liebe für meinen Vater, das ist alles seine Schuld. Seit wir die Waffen bei der Heule gefunden haben, handelt mein Vater ohne Sinn und Verstand. Alle Gespräche mit unseren einzigen Freunden laufen auf Schuldzuweisungen und Vorhaltungen hinaus. Er besteht darauf, die Zwerge hätten uns verraten und weigert sich zu hören, was sie zu ihrer Verteidigung zu sagen haben. Bin ich denn der Einzige, der weiß, dass beide Seiten ins Verderben stürzen, wenn wir nicht aufhören? Mein Vater sieht keine Veranlassung, das Kriegsbeil mit den Zwergen zu begraben, um mit geeinten Kräften gegen unsere gemeinsamen Feinde vorzugehen. Ich habe ihm gesagt, dass ich nach Dorntief reisen und mit unseren alten Freunden sprechen werde. Er hat wütend nach mir geschlagen und mich des Astrolabiums verwiesen. Ich treffe Vorkehrungen für meine Abreise, da ich nun selbst nach Dorntief reiten werde. Tief in mir weiß ich, was ich zu tun habe. Ich habe keine andere Wahl. Vielleicht habe von meinem Vater. Da fehlt wohl das Ich. Vielleicht habe ich von meinem Vater doch mehr Dickköpfigkeit geerbt, als ich dachte. Gut, ja. Also. In Ordnung. Reden wir wieder mit Larel. Ihr seid zurückgekommen. Ich will mehr über das erfahren, was hier in der Hand geschehen ist. Ihr wollt wissen, was in der Hand der Zeldarin geschehen ist? Nun gut. Eine lange Geschichte. Soll ich mit der Zeit des Wohlstands, dem Verrat oder unserer dunkelsten Stunde beginnen? Ja, das habe ich alles schon gefragt. Die Frage ist einfach, aber ich habe keine Antwort darauf. Vielleicht gibt es ja andere Elfen, die meine Hilfe brauchen, um nach Arvandur zurückzukehren. Vielleicht gibt es noch etwas, das ich vollbringen muss, um eine Strafe zu erfüllen. Ja, also erstmal wegen dem Ihr Tagebuch. Seid zurückgekommen. Ja, Larel, wir haben das Tagebuch eurer Tochter gefunden. Meine geliebte Tochter, ich sehe, ihr habt die Hand gründlich durchsucht. Die letzten Einträge beschreiben ihren Entschluss, einen Weg zu finden, das Bündnis mit diesen verfluchten Zwergen wieder zu beleben. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ihr habt sie nie wieder gesehen? Was ist aus ihr geworden? Ihr Schwachköpfe! Könnt ihr es nicht selbst erkennen? Diese Zwerge haben die schlimmste Grausamkeit begangen, weil sie wussten, wie sie mich damit treffen würden. Sie haben meine Tochter umgebracht. Das werde ich ihnen niemals verzeihen. Trotz der Strafe, die ich für meine Überheblichkeit und meinen Stolz erlitten habe, Labellas soll verflucht sein, wenn er glaubt, dass ich ihnen ihre Tat vergebe. Ich würde in dieser verfluchten Form bleiben und Arvandur nie wieder sehen, wenn ich dafür die Zwerge ihr Verbrechen büßen lassen könnte. Lass mich jetzt allein. Ich will nicht mehr darüber reden. Okay, das war heftig. Ihr seid zurückgekommen. Ja, ich suche Wissen, dass nur das Herz, dass nur durch den Herzstein erlangt werden kann. Nun gut. Der Legende nach stammt das Herzsteinjuwel aus einer längst vergessenen Zeit. Seine bekanntesten Besitzer waren die Druiden von Kuldahar, bevor einer aus ihrem Kreis das Juwel stahl. Man dachte, es sei für immer verloren, bis jetzt. Ja. Das Herzsteinjuwel birgt mächtige Ortungs- und Ausspähungskräfte, die die Belange aller Bewohner der Reiche weissagen können. Es gibt nur wenige im Land, die wissen, wie man seine Kräfte freisetzt. Ich bin einer von ihnen. Also, was wollt ihr durch das Herzsteinjuwel erfahren? Ja, wir wollen erfahren, was die Quelle des Bösen ist, das den Norden quält. Das Böse hat sein hässliches Haupt erhoben. Wir suchen seine Quelle, damit wir es zerstören können. Ich wurde beauftragt, einige Probleme zu untersuchen, die den Norden plagen. Ja, nehmen wir wirklich mal das Zweite. Dann sollt ihr bekommen, was ihr sucht.
Gib mir den Herzstein. Ihr nehmt. Befreit von den Fesseln seines gequälten Geistes, konnte der verfluchte Elfenherrscher den Helden endlich bei ihrer Mission helfen. Die Gruppe gab ihm das Herzsteinjuwel, trat ein paar Schritte zurück und beobachtete, wie Larel mit seiner Weissagung begann. Mit seinen knochigen Händen das Juwel umklammernd, hielt der untote Magier das Artefakt hoch und starrte angestrengt hinein, während er eine Folge seltsamer Gesänge und Zaubersprüche flüsterte. Ein Funken Licht flammte kurz in dem Juwel auf, so, als hätte sich ein Sonnenstrahl auf seiner Oberfläche gefangen. Und plötzlich, reflektiert in den gespiegelten Facetten des Steins, erschien das Abbild einer Statue. Es schien eine Art Denkmal zu sein und stellte einen Elfen und einen Zwergen dar, die nebeneinander auf einem Doppelthron saßen. Auch wenn Lavalas Fluch mir mein Augenlicht genommen hat, würde ich dieses Loch immer noch erkennen. Was ihr gesehen habt, ist dorntief die Höhle der Verräter. Dort haben diese elenden Zwerge sich ihr Zuhause gegraben. Okay. Seid gewarnt, wenn euch eure Reise dorthin bringt. Falls dort noch Zwerge zurückgeblieben sind, erwartet keine Schonung und seid auf alles gefasst. Glaubt keine ihrer Lügen, denn alle führen zu Verrat. Ja. Wenn ihr beschließt, euch in diesen zwergischen Überrest des Bösen zu wagen, werde ich seinen Ort auf eurer Karte einzeichnen. Ich könnte euch auch hinführen, wenn ihr dies wünscht. Ja, dann tut dies, bringt uns nach Dorntief. Eigentlich müssen wir unsere Vorräte erst aufstocken, bevor wir unsere Reise fortsetzen können. Könnt ihr uns stattdessen nach Kuldaha führen? Nicht jetzt, ich habe hier noch etwas zu erledigen. Ja, bringt uns nach Dorntief. Die Weissagung des Herzsteins hatte endlich die Quelle des Bösen in den Bergen enthüllt. Vor ihnen lag nun drohend der einsame Berggipfel, in dem sich die Zwergenfestung von Dorntief befand. Larels Warnung von Zwergenverrat und Hinterlist bedenkend, hielten die Helden ihre Waffen griffbereit und gingen zum Eingang der Höhle. Und was immer sie dahinter erwartete. Ja. So, damit haben wir auch das Herzsteinjuwel verloren. Das ist echt ein schlechter ETW, muss ich sagen. Zum Glück braucht sie selten Nahkampf. Ja, ein Kampfstil mit zwei Waffen habe ich ihr eigentlich auch gegeben. Na egal. Den da können wir noch verkaufen, denke ich mal. Die anderen beiden behalten wir. Gut. Wir sind jetzt im vierten Akt oder im vierten Kapitel angekommen. Wir könnten mal die Büfallüberlieferung abschließen und hier einen neuen Eintrag. Haben wir auch einen neuen Tagebucheintrag hier. Ja, das kennen wir alle schon. Hier haben wir also nichts. Wir haben Larel das Herzsteinjuwel gegeben und er hat seine Kraft eingesetzt, um den Aufenthalt des Bösen zu entdecken, das Kuldaha heimsucht. Nach dem, was der Zwerg erkennen konnte, liegt die Bedrohung irgendwo in der Zwergenfestung Dorntief. Wie kann ich helfen? Einverstanden! So, Dorntief liegt nördlicher als die abgetrennte Hand. So, trotzdem... Gut, was an Reisestunden.
Vorwärts! Und ja, ich wollte einfach direkt nach dort tief. So. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Ja, schließen wir mal die Haustüre. Hast du uns was Neues zu erzählen? Ihr seid wieder da. Ich bin froh, dass ihr noch lebt. Jetzt, wo Arun nicht mehr da ist, seid ihr unsere einzige Hoffnung. Bitte sterbt nicht, bevor ihr das Dorf gerettet habt. Ja. Wir haben recht viel Geld. Wir werden auch noch mehr kriegen, wenn wir den ganzen Schamotter verkaufen, den Hagrim mit sich rumschleppt. Aber erstmal das mit der Befehlüberlieferung. Sofort! Dein Befehl? Sofort! Aha, die möchte gern Ritter Kuldars jetzt zurück. Es freut mich, dass ihr euch noch nicht habt umbringen lassen. Was kann ich diesmal für euch tun? Ich habe dieses Buch in den Ruinen eines Elfenturms nicht weit von hier gefunden. Vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen. Etwas anfangen? Dieses Buch ist genau das, wonach ich all diese Jahre gesucht habe. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen und verdient eine Belohnung. Nehmt dieses Artefakt als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, ihr habt das Buch der Mütterzauber für Oryk wiederbeschafft. Hab Mythal-Theorie verloren, hab 24.000 Erfahrungspunkte und ich werde gerne auf Zauber kaufen. Ah ja, hier seid ihr an der richtigen Adresse. Ich habe eine Reihe nützlicher Zauber für euer Zauberbuch. Natürlich bin ich nur bereit, euch bestimmte Zauber anzubieten. Ich fürchte, ein großer Teil meiner Kenntnis liegt jenseits dessen, was ihr versteht. Vielleicht werdet ihr in Zukunft einmal so fortgeschrittenes Wissen würdig sein. Nun gut, was habt ihr anzubieten? Oh, einen Umhang haben wir gekriegt. Umhang des Höllenfeuers. Macht Hexerei, brennende Hände. Feuerelementare bezaubern, bringt aber ansonsten nichts. Ogilux, große Stärke 188. Stärke 188, ja. Stärke 1899, 2 Konstitution, 5 Gewicht. Diese Robe aus starkem dunkelblauem Stoff war der ganze Stolz ihres Besitzers, das erstmagiges Ogiluk. Ogiluk oder Ogilu war von Geburt Sembianer und er war ein starker Mann, sowohl in körperlicher als auch in geistiger Hinsicht. Das reichte Ogilu jedoch nicht, er wollte nicht nur stark, sondern außergewöhnlich stark sein. Also schuf er diese Robe in seiner Lieblingsfarbe, bei dem anblicklich selbst stolze Männer beiseite traten und Angeber verstummten. Trotz seines Stolzes und seiner Fähigkeiten konnte Ogilu nicht den roten Zauberer und Bannwirker Nesk Valtim besiegen, der die Robe als Trophäe an sich nahm. Später wurde sie von einem waghalsigen Spitzbuben gestohlen, der sie dann verkaufte. Also das ist wirklich die Magierrobe schlechthin. Die wollen wir aber jetzt erstmal nicht. Erstmal will ich den Behälter öffnen und Sachen verkaufen. Ne, hier drüben. Unsichtbarkeit brauchen wir nicht. Lebenskraftentzug auch nicht. Ja, ganz ehrlich, Furchtbannen habe ich als dann brauche ich den oberen Furchtbann, nicht den unteren. Hätte ich gerne Stärkung. Schutzformel gegen Feuer können wir behalten. Agranes Hexerei auch. Schutz vor Feuer, die Schädelfalle. Behalten wir auch erstmal den Feuerball auch. Das alle sprühende Farben können aber weg. Dimensionstor benutze ich eh nie, also kann es auch weg. Spiegelbild behalten wir mal.
Kältekegel kann weg. Damit tue ich mir höchstens selber weh. Noch eine Schutzformel gegen Feuer.